Gut, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier bei den theologischen Kursen in der Langen Nacht der Kirchen 2021. Mein Name ist Peter Zeilinger, ich bin hier wissenschaftlicher Assistent bei den theologischen Kursen und werde heute versuchen, in einer Stunde das Thema die Bibel im Koran kurz anzusprechen. Ich bin von meiner Ausbildung her christlicher Theologe, aber seit einigen Jahren trage ich auch den Koran, also mache ich auch Einführungen in den Koran, nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit muslimischen Koranwissenschaftlerinnen und Koranwissenschaftlern. Ich erwähne das deswegen, um zu sagen, dass nichts von dem, was ich heute erzählen werde, irgendwie gegen den Islam wäre. Das Einzige, ich habe eine gewisse Eigenart, ein bisschen flapsig zu reden, und da möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Es ist nicht meine Absicht, in irgendjemanden religiöse Gefühle zu verletzen. Ich werde versuchen, auch das Flapsige dann immer zu begründen. Mein Thema ist die Bibel im Koran. Und das klingt zunächst einmal relativ plausibel und einfach. Also man weiß, dass quasi biblische Themen im Koran vorkommen. Aber ich möchte mit einem Detail beginnen, das es sehr fragwürdig macht, worum es hier eigentlich geht. Das heißt, ich lege gleich los, nämlich der Koran ist kein Buch. Wieso nicht? Ich werde hier nicht mit einer theologischen Begründung kommen, sondern einfach mit einer historischen. Zur Zeit Muhammads, zu Lebzeiten Muhammads, des Propheten, gibt es im arabischen Raum noch keine fertige arabische Schrift. Es gibt Ansätze, aber es gibt noch nicht alle Buchstaben, und daher ist es gar nicht möglich, ein Buch oder quasi einen erzählenden Text aufzuzeichnen. Daher kann zu Lebzeiten Muhammads das, was hier als Koran bezeichnet wird, gar nicht den Charakter eines Buches haben. Da steckt aber noch etwas drinnen, nämlich wenn es keine arabische Schrift gibt, dann gibt es natürlich auch keine arabische Bibelübersetzung. Das heißt, in der arabischen Kultur des 6., 7. Jahrhunderts ist auch die biblische Tradition nicht einfach im Sinne einer Schrift bekannt, sondern eher vom Hörensagen. Also in der Spätantike, die Spätantike ist quasi über Jahrhunderte hinweg stets eine sehr orale Kultur gewesen. Das heißt, das war kein Manko, dass man keine Schrift hatte, sondern man hat die Traditionen als mündliche Traditionen gekannt und gehört. Daher ist die Frage, worum genau kann es gehen, wenn ich hier versuche, die Bibel im Koran vorzustellen? Lassen Sie mich da mal zunächst einmal etwas hinführen. Zunächst, was ist eigentlich die Bibel? Wir kennen quasi aus der jüdischen und aus der christlichen Tradition einerseits die hebräische Bibel, das, was die Christen das Alte Testament bezeichnen, und dann eben das Neue Testament. Was ist das Alte Testament? Es ist auf der einen Seite ein Buch, und tatsächlich, es ist wirklich ein Buch. Es ist von Anfang an, sind die biblischen Texte als Texte konzipiert. Also so quasi, es ist nicht so, dass die zentralen Texte der hebräischen Bibel zunächst mündlich existiert hätten und nachher aufgeschrieben worden sind. Also es ist nicht so, dass eine mündliche Überlieferung irgendwann einmal verschriftlicht worden wäre, sondern wenn es so etwas wie mündliche Traditionen in alten Israel gibt, dann haben die ihren Charakter gewechselt, wenn sie verschriftet worden sind. Das heißt, die Redaktoren, die biblischen Redaktoren von den Texten haben möglicherweise mündliche Traditionen aufgenommen, aber in einen neuen Kontext gestellt, sodass das, was wir als hebräische Bibel bezeichnen, von vornherein als ein Buch konzipiert worden ist, ein Buch, das von einer Gotteserfahrung versucht zu sprechen oder diese zu deuten oder diese zum Ausdruck zu bringen. Wo ist also in der hebräischen Bibel die Offenbarung anzusiedeln, wenn man das einmal so theologisch fragen darf? Zunächst einmal
in der Geschichte selbst. Die biblischen Texte versuchen eine geschichtliche Erfahrung, die eben als Gottes Erfahrung, als Gottes Offenbarung wahrgenommen worden ist, deutend zu vermitteln. Das heißt, die Offenbarung ist etwas Geschichtliches, eine geschichtliche Erfahrung, und die Texte schreiben das nicht einfach chronologisch oder wörtlich nieder, sondern sie deuten es, sie erklären es, sie bringen es in irgendeiner Form zum Ausdruck. Das wird wichtig sein, wenn wir uns nachher gleich mit dem Koran beschäftigen werden. Noch ein Detail zur hebräischen Bibel: sie ist über Generationen und Jahrhunderte hinweg entstanden. Das heißt, nicht auf einmal, und daher gibt es sehr viele Redaktionen, Überarbeitungen, bis eben diese Gestalt herauskommt, die wir heute im Judentum als hebräische Bibel und mit einer etwas anderen Reihenfolge im Christentum als Altes Testament bezeichnen. Also eine lange geschichtliche Erfahrung, die dann nur über den Text zugänglich wird. Wenn wir nun in das Neue Testament, den christlichen, also den spezifisch christlichen Teil der biblischen Tradition schauen, dann ist das Neue Testament erneut eine Deutung, und zwar eine Deutung von wiederum einer geschichtlichen Erfahrung, die aber jetzt um einiges kürzer ist, nämlich auf das Wirken dieses Jesus von Nazareth zurückgeht, der nach den verschiedenen Thesen entweder ein Jahr oder drei Jahre öffentlich gewirkt hat. Die Evangelien sprechen über dieses Wirken, allerdings einige Jahrzehnte nach den Ereignissen. Die frühesten Texte, die sich mit der christlichen Erfahrung, die mit Jesus von Nazareth verbunden ist, die wir haben, stammen von Paulus, auch ungefähr 20 Jahre, also frühestens 20 Jahre nach den Ereignissen. Also auch in der neutestamentlichen Tradition haben wir es mit Texten zu tun, die nachträglich auf verschiedene Art und Weise mit verschiedenen Stimmen eine Gotteserfahrung, die eben mit diesem Jesus von Nazareth verbunden ist, zum Ausdruck bringen. Jesus von Nazareth, den die Christen als Messias bezeichnen. Das hebräische Wort Mashiach heißt auf Griechisch Christos, der Gesalbte oder der Messias. Und deswegen werden die Christen auch Christen genannt. Das heißt, die Christen sind diejenigen, die den erwarteten Messias aus der alttestamentlichen Überlieferung in Jesus gekommen sehen. Mir ist hier wichtig, auch das Neue Testament ist ein Text, von vornherein als Text konzipiert, entweder im Sinne der Evangelien oder im Sinne von Briefen. Und die eigentliche Erfahrung, die dahinter steckt, ist eine geschichtliche Erfahrung im Neuen Testament mit einer konkreten Person verbunden. Wenn wir nun in den Koran schauen, was ist der Koran, vor allem wenn er gar kein Buch sein kann, wenn es keine arabische Schrift gibt. Der Koran ist etwas Mündliches, eine mündliche Offenbarung an den Propheten Muhammad. Das heißt, wenn wir heute uns koranische Texte, die nachträglich aufgeschrieben worden sind, anschauen, dann bekommen wir eigentlich eine mündliche Rede vermittelt. Also nicht einen Text, der von Redaktoren zusammengestellt worden ist, nicht eine Deutung von etwas geschichtlich Geschehenen, sondern eine nachträgliche Aufzeichnung einer mündlichen Predigt, könnte man sagen, durch Muhammad. Wieso sage ich immer Muhammad und nicht Mohammed? Noch ein kleines Detail: in der arabischen Sprache gibt es kein O und kein E. Wenn Sie arabisch sprechende Leute hören und manchmal klingt es wie ein O oder ein E, dann ist das ein Dialekt. Von der Sprache her gibt es diese beiden Vokale nicht. Daher verwende ich hier die Aussprache Muhammad. Das, was wir von Muhammad hier gehört bekommen, das heißt, wenn wir den Koran lesen, hören wir eigentlich
quasi Muhammad sprechen. Was wir von Muhammad hier gehört bekommen, wird als Offenbarung bezeichnet, und zwar als Offenbarung durch einen Engel. Interessanterweise, er wird als Engel Gabriel bezeichnet, also quasi der Botenengel, den es auch in der biblischen Tradition gibt, also quasi ein erster Aspekt der Bibel im Koran, dass die Überlieferung oder quasi die Offenbarung an Muhammad durch einen Botenengel erfolgt, den wir auch aus der biblischen Tradition kennen. Das heißt, der Engel spricht zu Muhammad, und wenn Muhammad dann zu seinen Leuten spricht, dann nimmt er dieselben Worte, die der Engel gesagt hat. Das heißt, diejenigen, die den Koran hören oder die quasi Muhammad hören, hören eigentlich auch die Stimme Gottes oder zumindest die Stimme des Engels. Das ist extrem wichtig, weil nämlich der Art und Weise, wie der Koran als Text funktioniert, hier sich offensichtlich sehr unterscheidet von den Buchtraditionen, die wir aus der biblischen Tradition kennen. Wir sind also irgendwie näher dran an der Offenbarung. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich als christlicher Theologe hier spreche. Es gibt aber, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt, überhaupt keinen Grund, quasi aus christlicher Sicht, hier nicht von einer Offenbarung Gottes zu sprechen. Und ich werde versuchen auch zu zeigen, es macht auch kein Problem, Muhammad als Propheten im Sinne der biblischen Tradition zu bezeichnen. Da muss man sich quasi ein bisschen fragen, theologisch, wie man das zusammenkriegt mit unserer Tradition. Aber von der Sache her gibt es kein Problem, und daher spreche ich hier mit einem großen Respekt und Hochachtung von diesen koranischen Texten. Also noch einmal, wenn wir dem Koran zuhören, dann hören wir eigentlich einer Offenbarung direkt zu. Natürlich nur dann, wenn wir auch Arabisch sprechen würden, aber wir sind jedenfalls näher an der Offenbarungsinhalt dran als bei den biblischen Texten, wenn man das einmal sehr strukturell beschreibt. Nun aber die Frage nach dem Inhalt. Was ist der Inhalt im Koran? Worum geht es und was hätte der mit der Bibel zu tun? Das wird mein Thema sein in der restlichen Dreiviertelstunde, die ich Ihnen hier vortragen möchte. Ich beginne aber zunächst einmal mit einem kleinen Überblick über das Leben Muhammads, ein paar Eckdaten, weil es kann sehr leicht sein, dass Sie mit Muhammad nicht sehr vertraut sind. Wir sind hier im 6. Jahrhundert nach Christus. 570 nach Christus ist Muhammad in Mekka geboren. 6. Jahrhundert gehört noch zu dem, was wir in der europäischen Tradition als Spätantike bezeichnen. Wenn Sie sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennen, im 4. Jahrhundert waren die großen christologischen Konzilien, wo zentrale dogmatische Aussagen oder Glaubensaussagen über Jesus, den Christus, über die Trinität festgelegt worden sind, schon im 4. Jahrhundert. Auch das Christentum ist im 4. Jahrhundert im Römischen Reich Staatsreligion geworden. Wir sind aber auf der arabischen Halbinsel außerhalb des Römischen Reiches, und diese christologischen Debatten, die man quasi theoretisch, theologisch auf den Konzilien geklärt hat, sind natürlich außerhalb des Römischen Reiches immer noch präsent. Also wir leben im 6. Jahrhundert außerhalb des Römischen Reiches in einem Christentum, das keineswegs einheitlich daherkommt. Ja, das muss man mitbedenken, damit man auch ein wenig versteht, womit es Muhammad und die ersten Muslime zu tun haben, wenn sie auf Christen treffen, auch wenn sie auf Juden treffen. Also 570 nach Christus ist Muhammad in Mekka geboren. Als 40-Jähriger bekommt er eine erste Offenbarung durch den Engel Gabriel. Ich gehe auf die Details
hier aus Zeitgründen nicht ein. Und in seinem Wirken in Mekka lassen sich in den nächsten 12 Jahren, also von 610 bis 622, einige Phasen rekonstruieren aus den koranischen Texten, aber auch aus historischen Fakten, die man erheben kann. Mehrere Phasen, sodass man erkennen kann, dass die Gemeinde, also diejenigen, die quasi sich um Muhammad scharen, schon langsam eine Entwicklung durchmachen. Das wird in ein paar Aspekten nachher noch eine Rolle spielen. Was ich hier schon vorweg sagen kann, in Mekka orientiert sich Muhammad und die, die quasi ihm nachfolgen oder die mit ihm eine Gemeinde bilden, sie orientieren sich an der biblischen Heilsgeschichte. Und das ist ein interessantes Detail, weil auf der arabischen Halbinsel eigentlich ein Polytheismus herrscht. Und wenn da jetzt eine neue religiöse, wichtige Gestalt, eben ein Prophet, auftritt, ist das ungewöhnlich, dass er nicht einfach eine eigene oder eine arabische Botschaft hat, sondern sich an der biblischen Tradition, die man offensichtlich erkennt, zumindest in Grundzügen mündlich kennt, orientiert. Noch ein weiteres Detail, diese Gemeinde führt auch Gebete durch, es gibt quasi ein liturgisches, spirituelles Verhalten, und in diesen Gebeten richtet man sich nach Jerusalem. Eigentlich an den Jerusalemer Tempel, den es natürlich im 6. Jahrhundert schon längst nicht mehr, oder 7. Jahrhundert schon längst nicht mehr gibt, der ist ja 70 nach Christus zerstört worden. Es geht also nicht um die Richtung an einen konkreten jüdischen Tempel, sondern an den Ort und an die Bedeutung des jüdischen Tempels aus der biblischen Heilsgeschichte. Daran orientiert man sich. Und in Mekka etablieren sich etliche grundlegende theologische Aussagen, vor allem eben der Monotheismus und die Eschatologie, also das Sprechen von dem, worauf die Welt hinausgelaufen sein wird. Die Rede vom Ende, vom jüngsten Gericht etc. Auch das ist ein interessantes Detail, weil in der biblischen Tradition der Monotheismus und vor allem die Eschatologie nicht am Anfang stehen, sondern die entwickeln sich in der Geschichte des Volkes Israel erst. Allerdings, offensichtlich ist diese biblische Heilsgeschichte auch auf der arabischen Halbinsel bereits bekannt. Und deswegen muss das nicht eigens entwickelt werden, sondern man baut bereits auf den theologischen Aussagen aus der biblischen Tradition auf, eben vor allem Monotheismus und Eschatologie. Wir werden uns das gleich von Texten hier uns zeigen lassen. Allerdings kommt Muhammad in Mekka nicht gut an. Das werden wir uns auch nachher noch anschauen. Warum eigentlich nicht? Weil nämlich seine Botschaft, seine theologische Botschaft, eine Veränderung der Haltung des Lebens im Hier und Jetzt bedeutet. Und das kommt in einer quasi sehr wirtschaftlich orientierten Gesellschaft nicht gut an. Also er hat da starken Gegenwind, führt dazu, dass er 622 gemeinsam mit etlichen Getreuen aus Mekka fliehen muss, in eine Stadt in den Norden, ins Exil quasi, nach Medina. Und diese Flucht, diese Exilierung, könnte man sagen, wird als Beginn der islamischen Zeitrechnung dann auch verstanden. In Medina wird Muhammad zu einem politischen Führer, oder quasi er übernimmt politische Aufgaben, er schafft es dort, politische Streitereien zu schlichten. Also das heißt, aus einer Gruppe, die eher verfolgt wird, wird in Medina plötzlich aus dem Propheten auch ein politisch Agierender. Es entsteht also eine politische Gemeinde.
Und zu diesen politischen Aufgaben gehören in der Spätantike unhintergehbar auch militärische Aufgaben. Daher wird Muhammad in Medina auch als Feldherr aktiv. Etwas, was immer sehr breit diskutiert wird und wir uns das zumindest rudimentär anschauen können. In Medina gibt es auch jüdische und jüdische arabische Stämme und damit kommt es erstmals zu realen Auseinandersetzungen der islamischen oder der koranischen Gemeinde, die sich an der biblischen Heilsgeschichte orientiert, also eine erste Auseinandersetzung mit realen Juden und teilweise auch Christen. Das heißt, hier gibt es theologische Reflexionen und Debatten, auch das werden wir uns anschauen müssen. Das heißt, in Medina wird die koranische Gemeinde politisch relevanter, aber natürlich auch in sehr viele Diskussionen und eben auch kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen. Und im Zuge dieser Reflexionen und Debatten kommt es zu etwas, was die Arabistin Angelika Neuwirth, die eine historisch-kritische Koran auch herausgibt, was sie nennt, es kommt zu einer Arabisierung der biblischen Botschaft. Das heißt, es wird der Inhalt der biblischen Botschaft nun stärker mit arabisch relevanten Elementen verbunden. Auch das kann ich hier nicht im Detail ausführen, aber ein Detail ist wichtig, es ändert sich die Gebetsrichtung. Man richtet die Gebete nicht mehr Richtung Jerusalem, sondern nun Richtung Mekka. Interessantes Detail, nach Mekka kann man sich erst richten, wenn man nicht mehr in Mekka ist. Ja, also diese Exilsituation führt dazu, dass man reflektiert, wer ist man eigentlich, was ist unser Zentrum, etc. 632 stirbt Muhammad und zwar unerwartet, was dann für den beginnenden Islam gerade in politischer und religiöser Hinsicht zu großen Problemen führt, der Nachfolge. Alles das ist heute nicht unser Thema hier, sondern ich versuche mich auf die Zeit der Entstehung des Koran zu beziehen und auf die Frage, welche Rolle dabei die Bibel spielt oder in welcher Beziehung die Entstehung der koranischen Botschaft hat zur Bibel. Damit komme ich jetzt erstmals zu, also möchte ich mit Ihnen einige Texte lesen. Und zwar möchte ich versuchen, ohne dass ich es quasi theoretisch vorstellen muss, ich möchte versuchen, Ihnen anhand der Texte selbst aufzuzeigen, wo die Parallelen zwischen der Bibel und dem Koran stehen, beziehungsweise wo der Koran auf die biblische Tradition sich beruft. Und man könnte da zwei unterschiedliche Formen beschreiben. Die eine wäre, es gibt eine strukturelle Parallele. Entschuldigen Sie, das klingt ein bisschen abstrakt. Ich werde das daher gleich anhand eines Beispiels durchführen. Also es gibt eine strukturelle Parallele und dann gibt es inhaltliche Parallelen. Und ich fange zunächst einmal mit dem Strukturellen an. Ich habe erwähnt, dass der Koran zur Zeit Muhammads eben kein Buch ist, aber ungefähr 20, 30 Jahre nach seinem Tod wird er aufgeschrieben. Und natürlich ist jede Form des Aufschreibens auch zumindest so findet eine minimale Redaktion statt. Und das Spannende ist, dass die Art und Weise, wie der Koran aufgeschrieben wird, eigentlich wie ein Versuch ausschaut, jede Form von Redaktion zu vermeiden. Also quasi man könnte sagen, dass die Entstehung der Buchfassung des Koran eigentlich so etwas wie eine Anti-Redaktion ist. Das ist jetzt kein Begriff, den Sie in der Koranwissenschaft finden werden, den habe ich mir als Erläuterung quasi ausgedacht, um es zu vermitteln. Was meine ich damit? Wenn der Koran aufgeschrieben wird,
werden die verschiedenen Predigten, die Aussagen, die Offenbarungen, die Muhammad verkündet, einerseits niedergeschrieben und dann werden sie der Länge nach geordnet. Also sie werden nicht inhaltlich geordnet, nicht zeitlich geordnet, sondern sie werden der Länge nach geordnet und zwar als erstes die langen Suren und am Ende die kurzen. Also es wird eher so etwas wie ein Archiv angelegt. Also hier hat man nicht den Eindruck, dass es um eine Redaktion geht, sondern um ein Archiv. Aber natürlich passt man auch bei einer solchen Form der Niederschrift auf, was steht am Anfang und was steht am Ende. Also es gibt quasi keine Redaktion der Texte selber, aber man erkennt doch, dass am Beginn des niedergeschriebenen Korans und am Ende des niedergeschriebenen Korans doch besondere Aussagen hingestellt werden, also eine Mini-Redaktion. Und das möchte ich mir anschauen. Der Koran hat 114 Suren, da gehören eigentlich 112, Sure 2 bis zur Sure 113, zum ursprünglichen, zum ursprünglichen Buchblock, könnte man sagen. Und dann wurde eine Sure noch vorangestellt und zwei kurze Suren ans Ende gestellt. Mich interessiert der Beginn. Und zwar fange ich hier an mit Sure 1. Und ich habe gesagt, der Koran ist eigentlich eine Offenbarung des Engels Gabriels an Muhammad. Das funktioniert aber nicht für Sure 1. Weil wenn wir uns den Text gleich durchlesen werden, da spricht nicht der Engel, sondern da spricht wer anderer. Und ich nehme es gleich vorweg. Die Sure 1 ist ein Gemeindegebet. Ja, also da wird zum Beispiel, wenn Sie hier auf den Vers 5 schauen, da steht, dir dienen wir, also an Gott wird gesprochen, dir dienen wir, dich rufen wir um Hilfe an. Na, das sagt nicht der Engel Gabriel, ja, sondern da spricht die Gemeinde. Und tatsächlich ist die Sure 1 ein Gebet, das in jeder muslimischen Liturgie auch am Anfang steht. Und ich möchte versuchen zu zeigen anhand der Texte, des Inhalts, dass dieses liturgische Gemeindegebet, dieses Gebet der Gemeinde einen ähnlichen Aufbau hat oder einen fast identischen Aufbau hat wie das christliche Vaterunser. Nicht von den Inhalten, aber von der Abfolge der Themen. Und das ist auffällig genug. Und es gibt noch eine zweite Parallele mit der christlichen Tradition. Im Christentum, wenn wir ein Gebet beginnen, wird es meistens mit einem Kreuzzeichen begonnen. Einfach dieser Gestus. Und die Sure 1 hat im ersten Vers etwas, das einen ähnlichen Status hat wie ein Kreuzzeichen. Nicht, das ist nicht identisch mit dem Kreuzzeichen, sondern hat einen ähnlichen Status. Der erste Vers der Sure 1, die sogenannte Basmala, wird tatsächlich auch bei jeder Sure am Anfang stets mit zitiert. Das heißt, sie wird in der Sure 1 wird die Basmala eingeführt und nachher ist sie ein Gestus, der immer wieder den Gebeten vorangestellt wird. Und wenn man sich auf den Inhalt anschaut, natürlich kommt da nicht wie bei unserem Kreuzzeichen die Trinität zum Ausdruck, weil das wird von Muhammad und der koranischen Tradition abgelehnt. Aber wenn man auf der arabischen Ebene sich anschaut, kommt der Name Gottes dreimal vor. Ja, also nicht Vater, Sohn und Geist, sondern dreimal Allah beziehungsweise der Gottesname Rahman, der Barmherzige, und Sie sehen hier auf Deutsch übersetzt, im Namen Gottes des barmherzigen Erbarmers. Ja, also auch dreimal wird Gott angerufen. Ich lese weiter, Vers 2, Lob sei Gott dem Herrn der Welten. Was steht bei uns am Beginn des Vaterunsers? Die Formulierung, unser Vater in den Himmel. Es geht hier nicht um eine Übersetzung, es ist dasselbe Thema. Gott, der quasi in den Himmel ist oder Herr der Welten. Quasi ein kosmisches Bild für Gott. Dann Vers 3,
dem barmherzigen Erbarmer, habe ich schon erwähnt, das ist quasi ein Name Allahs. Und was steht bei uns? Dein Name werde geheiligt. Auch der Gottesname ist das zweite Thema, sowohl in der Fatiha, in der Sure 1, als auch im Vater Unser. Dann Vers 4 in der Sure, dem König, also Allah, der König des Gerichtstags. Worum geht es im christlichen Vater Unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also auch hier der Ausblick auf das Ende. Also wiederum ein ähnliches Thema. Dann Vers 5 in der Fatiha. Dir dienen wir, also dir Allah dienen wir Muslime, dich rufen wir um Hilfe an. Was ist das Thema im Vater Unser? Unser Brot für morgen gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auch hier quasi diese Bitte, diese Anrufung an Gott. Wiederum ein paralleles Thema. Dann in der Sure, führe uns den rechten Weg bei uns und bring uns nicht in Versuchung. In der Sure, führe uns den Weg derer, denen du Huld erwiesen hast, nicht derer, denen du zürnst, nicht derer, die irre gehen und bei uns im christlichen Tradition, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Das ist also keine inhaltliche Parallele und auf keinen Fall ist es eine Übersetzung, aber es ist doch eine strukturelle Parallele, die höchst auffällig ist, auch in der Art und Weise, wie dieses Gebet verwendet wird, eben als Gemeindegebet und mit diesem ersten Gestus im Vers 1, der bei uns das Kreuzzeichen ist und auch hier die sogenannte Basmala immer am Beginn eines muslimischen Gebetes steht. Damit lasse ich es bei den strukturellen Parallelen und komme jetzt zu den inhaltlichen. Und auch hier bleibe ich am Beginn des Buchblocks des Koran, nämlich die Sure 2. Und lese ich quasi ein paar der ersten Verse. Sie sehen, ich habe es hier kursiv geschrieben. Ohne Verszählung wird dieser Sure die Basmala aus der ersten Sure vorangestellt. Im Namen Gottes des barmherzigen Erbarmers, hat hier aber keine Versnummer, sondern ist einfach ein Gestus, ein Einleitungsgestus. Der Vers 1 lautet Alif Lam Mim und das heißt eigentlich zunächst einmal gar nichts. Diese drei Worte sind Buchstabennamen. Ja, so wie wenn man im Griechischen sagen würde, Delta, Gamma, Epsilon oder sonst irgendwas. Das sind Buchstabennamen. Lange hat man geglaubt, das könnte irgendeine Abkürzung für etwas sein. Nur hat sich das überhaupt nicht erklären lassen. Die beste quasi Erläuterung, die auch von etlichen Koranwissenschaftlern heute auch von westlichen so angesehen wird, ist eine sehr alte innerislamische Deutung, nämlich, sie sagt, diese Buchstabennamen schauen aus wie ein arabisches Wort. Ja, die Buchstaben, die da genannt werden, kommen auch in anderen. Sie sehen unten in der Sure 3 kommt das noch einmal. Diese Buchstabennamen kommen immer wieder und zwar ungefähr in der üblichen statistischen Verteilung von Buchstaben im Arabischen. Also das Ganze schaut aus wie ein arabisches Wort, nur man versteht es nicht. Und jetzt die spirituelle Deutung aus der frühen Koran-Exegese, aus der innerislamischen Koran-Exegese, die sagt, niemand, kein Muslim kann behaupten, er hätte den ganzen Koran verstanden, weil er schon beim ersten Vers scheitert. Also ein Gestus, ja, in einem positiven Sinne, im Koran steckt mehr drinnen, als wir einfach verstehen können. So ähnliche Gesten finden sich auch in der biblischen Tradition. Ich belasse es mal bei dem. Ich lese Vers 2, da heißt es, das ist die Schrift. Das ist ungewöhnlich. Wenn ich gesagt habe, es gibt keine arabische Schrift, was soll dann das Wort Kitab, also Schrift bedeutet, hier heißen? Natürlich war in der arabischen Kultur bekannt, was Schrift ist. Also das war bekannt, man hatte nur selber zumindest keine fertig ausgearbeitete. Aber der Koran spielt mit dem Thema
der Schrift. Also es geht nicht um den Inhalt, es geht nicht um das Geschreibsel, aber um das Thema. Das ist die Schrift. Kein Zweifel ist an ihr. Schauen Sie an, in der biblischen Tradition des Alten Testaments oder des Judentums und des Christentums spielt auch eine Schrift eine Rolle. Also quasi das, der Koran, das mündlich Rezitierte, ist auch etwas, das funktioniert wie eine Schrift, in der das, was Gott sagt, zum Ausdruck kommt. Also das ist die Schrift, kein Zweifel ist an ihr, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Wer sind die Gottesfürchtigen? Vers 3, die Zahlen sind von mir, die erstens an das Verborgene glauben, also quasi an Gott glauben, zweitens das Gebet verrichten und drittens von dem, womit wir, hier spricht jetzt der Engel im Namen Gottes zu Muhammad, also womit Gott die Menschen versorgten, also von dem, womit wir sie versorgten, spenden. Diese drei Aspekte sind drei der sogenannten fünf Säulen des Islam, quasi das Glaubensbekenntnis, das Gebet und die Almosenabgabe. Der Gottesbezug oder quasi das Wesen Gottes spielt eine Rolle, dann der Bezug zu Gott und das Wirken auf der Welt. Also sowohl die transzendente Dimension oder die vertikale Dimension als auch die horizontale spielen eine Rolle. Also die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die an diese drei Dinge, auf diese drei Dinge achten. Jetzt im Vers 4 geht es aber weiter. Wer sind die Gottesfürchtigen, die an das glauben, was auf dich herabgesandt wurde? Sie müssen hier immer den Engel Gabriel hören, der mit Muhammad redet. Gabriel sagt, das, was auf dich herabgesandt wurde. Das Wort Herabsendung hat etwas mit Offenbarung zu tun. Aus einer himmlischen Schrift, die bei Gott ist, wird etwas offenbart herabgesendet. Also die Gottesfürchtigen sind die, die an das glauben, was auf dich, Muhammad, herabgesandt wurde, eben der Koran, und was vor dir herabgesandt wurde. Was ist das, was vor Muhammad herabgesendet wurde? Das kann nur die biblische Tradition sein, also das Alte Testament und das Neue Testament und die sich des jenseitigen Lebens gewiss sind. Das heißt, hier kommt ganz explizit die biblische Tradition als eine notwendig anzuerkennende Tradition auch für Muslime bereits in den ersten Versen des, der Buchfassung des Koran zum Ausdruck. Also Bibel im Koran. Wichtig, das kann hier nicht meinen, dass es um die biblischen Bücher im Sinne von Texten geht, weil das ist ja den Mekkanern oder den frühen Muslimen so nicht bekannt. Das heißt, es kann hier eher um die biblische Botschaft gehen. Deswegen muss man aufpassen, Bibel im Koran heißt nicht biblische Texte im Koran, sondern biblische Botschaft im Koran. In der Sure 3 am Beginn ein ähnlicher Gestus, noch einmal deutlicher, heißt wieder Alif Lam Mim und dann Gott, kein Gott außer ihm, der Lebendige, der Beständige, also so eine Anrufung des Monotheismus, Gott, keiner außer ihm, der lebendige Gott, der beständige Gott. Er sandte auf dich, also wiederum Engel spricht mit Muhammad, auf dich die Schrift herab. Das heißt, das Mündliche wird als Schrift bezeichnet. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, wenn Schrift im Koran vorkommt, ist nicht Geschriebenes gemeint, sondern etwas, dass man daraufhin lesen muss, was in ihm zum Ausdruck kommt. Ich muss den Koran daraufhin hören, was in ihm von Gott gesagt wird. Das, also Schrift ist hier eine, man könnte sagen, eine Metapher oder ein Bild. Er sandte auf dich die Schrift herab in Wahrheit, bestätigend das, was vor ihr war, und er sandte herab die Tora und das Evangelium. Und
Da ist spannend dieser Singular mit dem Evangelium, weil es hier nicht um die vier Evangelien geht, sondern es geht um die Botschaft des Evangeliums. Also hier wird explizit quasi die biblische Tradition für Muslime als gleichbedeutend verstanden, und die koranische Botschaft, die koranische Offenbarung wird hier als Bestätigung der bisherigen Tradition von, also durchaus etwas Weiteres, aber nicht etwas prinzipiell Neues, sondern eine quasi, man kann sagen, eine arabische Version, die dasselbe bestätigt, was in der biblischen Tradition drinnen steckt. Noch ein paar weitere kleinere Verse aus Suren, wo Ähnliches vorkommt. Sure 29 heißt es: Wenn du über das, was wir zu dir herabgesandt haben, Herabsendung ist immer Offenbarung, wenn du im Zweifel bist, wiederum Engel spricht an Muhammad, wenn du darüber im Zweifel bist, dann frage die, die schon vor dir die Schrift vorgetragen haben, also Juden und Christen. Und spannend ist hier die Wortwahl. Erstens wird von einer Schrift gesprochen, es wird aber davon gesprochen, dass die Schrift vorgetragen wird. Das heißt, es geht beim Bezug des Korans auf die Bibel nicht den Bezug auf Bücher und Texte, sondern auf die Botschaft, die in diesen Büchern und Texten drinnen steckt. Sure 10: Streitet mit dem Volk der Schrift nur auf die beste Art, außer mit denen, die Unrecht tun. Also es gibt durchaus Notwendigkeit oder Möglichkeit zu Streit. Aber es wird hier nicht gesagt, lehnt es ab, sondern streitet auf die beste Art, außer mit denen, die Unrecht tun. Die also sich eigentlich an das nicht halten, was in ihrer eigenen Tradition drinnen steckt. Und sagt, wir glauben an das, was zu uns und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer ist einer, wir sind ihm ergeben. Es wird im Endeffekt nicht darauf hinauslaufen können, dass der Koran einfach identisch ist mit der biblischen Tradition. Das ist hier nicht mein Thema. Aber ich bringe hier einen Aspekt, nämlich, dass die Bibel im Koran explizit genannt wird, die biblische Botschaft explizit genannt wird, affirmativ, positiv genannt wird, und es daher keinerlei Grund geben kann, prinzipiell etwas abzulehnen. Wenn gestritten wird, dann muss der Grund ein anderer sein, nämlich irgendeiner aus der Praxis kommen. Sure 2 in Medina in der Spätzeit, da kommt eine gewisse Enttäuschung zum Ausdruck. Muhammad, der sich mit seiner Gemeinschaft an die eigentlich an auch die biblisch Gläubigen wendet, kommt offensichtlich bei den Juden in Medina nicht an, und insofern quasi eine Enttäuschung. Und hier wird gesprochen, Engel spricht wiederum zu Muhammad: Seid, also ihr Muslime oder frühen Muslime, seid nicht die Ersten, die nicht daran glauben. Verkauft nicht meine Zeichen, meine Botschaft, meine Worte zu einem geringen Preis, mich, nur mich fürchtet. Was da im Hintergrund steckt, ist die Auseinandersetzung mit Juden und Christen der realen damaligen Zeit, und die Auseinandersetzung läuft dahingehend, dass nicht prinzipiell der Glaube der Juden und Christen abgelehnt wird, sondern dass ihnen vorgeworfen wird, den eigenen Glauben nicht zu leben. Also quasi der Streit hat immer etwas mit einer Praxis zu tun. Nun ein paar kleine Hinweise quasi zum koranischen Weltbild und zum koranischen Gottesbild. Und auch da möchte ich versuchen zu zeigen, wie nahe das an der biblischen Tradition steckt. Die islamische Tradition sagt, dass die Sure 96 vermutlich die allererste Sure ist, die allererste Offenbarung an Muhammad. Also quasi die erste Offenbarung, der Engel Gabriel kommt zu Muhammad und sagt,
Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Und dieses Lies, dieses Wort Ikra, hat dieselbe Wortwurzel wie Koran. Und man könnte es eigentlich besser übersetzen im Sinne von rezitieren, weil es hier ganz offensichtlich nicht um das Lesen eines Textes geht, sondern sag was. Und daher ist die beste Übersetzung für Koran auch Rezitation, also nicht Buch, sondern Rezitation. Und hier heißt es, sprich, also rezitiere im Namen deines Herrn, der erschuf den Menschen aus einem Klumpen. Das ist ein Wort, das quasi schwer im Arabischen zu deuten ist. Es geht offensichtlich um etwas Kleines, Klebriges, vom Kontext her um sowas wie eine Keimzelle. Man könnte aber auch an einen Spermatropfen denken. Also der erschuf den Menschen aus fast nichts, könnte man sagen. Lies oder rezitiere, denn dein Herr ist der Großmütige, der mit dem Schreibrohr lehrte, der den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Da muss man genau zuschauen. Wenn man das arabische, also das vorislamische arabische Weltbild kennt, dann weiß man, dass es da einen Polytheismus gibt und keine Zukunftshoffnung, so wie in den meisten polytheistischen Kulturen ein zyklisches, mythisches Weltverständnis und Zeitverständnis, wo man sich nicht prinzipiell etwas Neues von der Zukunft erwartet. Und wenn Sie sich diese Zeilen genau anschauen, dann steckt da erstens drinnen, dass Gott als Schöpfer verstanden wird. Also nicht eine kosmisch-mythische Weltordnung, sondern Gott als jemand, der etwas Konkretes erschaffen hat. Und der etwas lehrt, Vers 4 und 5, etwas lehrt, was der Mensch nicht schon wusste. Auch das passt nicht zu einem polytheistisch-mythischen Selbstverständnis, wo eigentlich kosmisch immer alles schon festgelegt ist und man nachträglich es nur entdeckt. Hier wird der Gestus gebracht, dass es um etwas Neues geht. Hier kommt etwas Neues in die Welt, also ein lineares Zeitverständnis. Das hört man, vor allem wenn wir das lesen, nicht sofort. Erst wenn man quasi den altarabischen Hintergrund kennt, erkennt man, dass hier das vorislamische Weltbild total auf den Kopf gestellt wird. Es gibt einen Anfang, einen Schöpfer und es gibt ein Ende. Und da haben wir ein lineares Weltbild. Noch ein schöner Aspekt, Sure 73. Auch das eine interessante Offenbarung, weil sie offensichtlich keinen großen theologischen Inhalt hat, sondern eher etwas mit der Art und Weise, wie man das Gebet verrichtet, zu haben scheint. Schauen wir uns das mal an. Da heißt es, O Eingehüllter, der Engel spricht zu Mohammed, O Eingehüllter. Das ist quasi eine spirituelle Bezeichnung für jemanden, der entweder im Sinne eines Nachtgebetes sich eingehüllt hat, weil es in der Nacht kalt ist, aber wir kennen das auch der biblischen Tradition, wenn quasi man eingehüllt von Gott ist. Also hier quasi die Anrede, du, der du dich auf Gott hin orientierst, o Eingehüllter, steh des Nachts den größten Teil, die Hälfte oder zieh davon etwas ab oder füg etwas hinzu. Das heißt, tu was, steh, Nachtgebet, im Stehen. Aber es geht hier nicht um irgendwelche Formalia, quasi die meiste Zeit, den größten Teil, die Hälfte oder mehr oder weniger. Aber tu's. Und trag die Lesung vor. In deutlichem Vortrag. Was ist Lesung? Muss man wieder die Botschaft hören. Das, was dir Gott sagt, trag vor in deutlichem Vortrag. Wir werden dir gewichtige Rede aufgeben. Du wirst quasi Offenbarung erhalten oder quasi du wirst inspiriert werden. Der Anfang der Nacht ist besser geeignet für das Einprägen und die Klarheit der Rede. Du hast am Tag langwierige Tätigkeit. So gedenke des Namens deines Herrn und gib dich ihm ganz hin. Er ist der Herr des Sonnenaufgangs und des Niedergangs. Kein Gott außer ihm, nimm ihn zum Sachwalter.
Das heißt, es ist eigentlich eine Empfehlung, wie man das Gebet verrichten soll. Und tatsächlich kann man sich fragen, wie hat Muhammad ganz am Anfang das Gebet verrichtet und vor allem, was hat er gebetet? Welche Inhalte? Und wenn man da schaut, in dieser Sure und auch in etlichen anderen frühen Suren aus Mekka, kommen sehr viele Motive aus der biblischen Psalmentradition vor. Ich habe hier unten den Psalm 113, die ersten Verse abgedruckt. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit, von Aufgang der Sonne bis zum Untergang sei der Name des Herrn gelobt. Also ganz ähnliche Formulierungen, wie wir sie hier haben. Deswegen wird man historisch sagen können, was hat in der frühesten Zeit Muhammad gebetet? Psalmen. Aber bitte aufpassen, es geht hier nicht quasi um textlich bekannte Psalmen im Detail, sondern so gebetet, wie aus der Psalmentradition bekannt war. Also auch hier finden Sie in der Spiritualität, die biblische, in der Spiritualität Muhammads und der frühen koranischen Gemeinde die biblische Spiritualität wieder. Und diese Koranrezitation ist ja noch etwas, wenn man etwas rezitiert, was Muhammad vom Engel gehört hat, dann würden Muslime, die heute den Koran rezitieren, und zwar auf Arabisch, eigentlich dasselbe tun, was Muhammad getan hat, nachdem er vom Engel gehört hat. Das heißt, den Koran rezitieren heißt, sich in die Situation hineinstellen, die eigentlich die ursprüngliche Offenbarungssituation war. Das heißt, nicht einfach irgendwas sagen, irgendwas lesen, sondern das ist eine Performance, ja, quasi eine spirituelle, man könnte sagen, ein sakramentaler Vorgang. So ähnlich wie bei uns die Psalmen ja eigentlich nicht vorgelesen werden, ja, so wie der erste Korintherbrief zum Beispiel, sondern sie werden gebetet und am besten gesungen. Das heißt, sie werden verkörpert. Und das muss man quasi verstehen lernen, wenn man Muslime heute den Koran rezitieren hört. Sie verkörpern mit ihrem Rezitieren eigentlich die Situation der Offenbarung an Muhammad. Ich weiß leider nicht, ob dieser Begriff verkörpern, den ich gerade verwendet habe, gut zur islamischen Theologie passt. Das ist jetzt nur der Versuch gewesen, hier eine Parallele zu uns aufzutragen. Also die biblische Spiritualität spielt in der frühen Situation quasi eine Rolle. Ich werde jetzt einiges überspringen, was ich vorbereitet habe, weil ich noch zwei Aspekte einbringen möchte. Ich springe voran bis zum koranischen Menschenbild, weil da wiederum eine Figur aus der biblischen Tradition eine Rolle spielt, Adam. Und ich zitiere zunächst einmal aus einer Abschiedspredigt des Propheten, das ist quasi kein Text aus dem Koran, obwohl hier ein Koranvers zitiert wird, sondern aus einer historisch überlieferten letzten Predigt des Propheten. Und da heißt es, Muhammad spricht, O ihr Leute, Gott sagt, jetzt kommt ein Zitat, O ihr Menschen, wahrlich, wir haben euch geschaffen von einem männlichen und einem weiblichen, hier steht nicht Mann und Frau, ja, sondern von einem männlichen Aspekt, einem weiblichen Aspekt, und haben euch zu Völkerschaften und Stämmen gemacht, sodass ihr einander kennt. Wahrlich, der Edelste unter euch vor Gott ist der Gottesfürchtigste von euch. Und jetzt geht es noch weiter. Ein Araber ist nicht vorzüglicher als ein, Entschuldigung, da gehört hin, als ein Nicht-Araber, ich habe das leider vergessen. Ein Schwarzer, nein, das war jetzt ein Fehler von mir, das gehört genauso, wie es da steht. Es ist nicht ein Araber vorzüglicher als ein anderer oder ein Schwarzer ist nicht vorzüglicher als ein anderer Schwarzer, außer durch Frömmigkeit. Die Menschen stammen von Adam und Adam ist aus Staub. Wahrlich, jedes Privileg, sei es aufgrund von Blut oder Besitz, ist unter diesen meinen Füßen. Worum geht's? Es wird hier davon gesprochen, dass Gott der Gott aller Menschen ist.
Das ist schon etwas Spezifisches im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Quasi in der Schöpfung werden nicht einfach die Israeliten erschaffen, sondern der biblische Schöpfergott ist ein Gott aller Menschen. Hier steckt ein universaler Aspekt drinnen. Und auch dieser universale Aspekt gibt es hier im Koran. Also auch hier geht es nicht darum, dass hier eine Religionsgemeinschaft bloß von sich redet, sondern eine universale Botschaft vermittelt. Und das Zweite, das, was ich vorher eben nicht gleich richtig gelesen habe, ist, dass es unter den Menschen eigentlich keine Hierarchien gibt. Ja, die gibt es natürlich, aber die zählen nicht, sondern es zählt höchstens dann, zählt erst dann etwas, wenn es darum geht, ob man die Botschaft Gottes oder den Willen Gottes oder die Gesellschaftsordnung, die Gerechtigkeit Gottes auch konkret umsetzt. Also erst das zählt etwas. Bring noch einen zweiten Aspekt zu Adam in der Sure 15. Da heißt es, wieder ganz in der biblischen Tradition, wir haben den Menschen aus Ton erschaffen von formbarem Schlamm. Vorher die Dschinne, das sind quasi Geistwesen, die in der arabischen Tradition, islamischen Tradition eine Rolle spielen, die quasi zwischen den Menschen und den Engeln sind, muss uns hier jetzt nicht im Detail interessieren. Als dein Herr, wiederum der Engel spricht zu Muhammad, als dein Herr zu den Engeln sagte, ich erschaffe einen Menschen aus Ton von formbarem Schlamm und wenn ich ihn dann geformt habe und ihm von meinem Geist eingeblasen habe. Ja, das, was die biblische Ruach ist, ist auf Arabisch in der islamischen Tradition Ruch. Ja, es gibt natürlich keinen Heiligen Geist als göttliche Instanz, aber das, was das hier der Mensch nicht bloß das materielle, körperliche Ding ist, sondern durch Gott erst zum Menschen gemacht wird, das spielt hier eine Rolle. Und den Engeln wird gesagt, diesen Wesen, auch wenn es quasi aus Schlamm gemacht wird, vor dem sollt ihr niederfallen. Der hat eine Würde. Und da warfen sich die Engel allesamt nieder, außer Iblis, das ist quasi der koranische Teufel. Er weigerte sich, zu denen zu gehören, die sich niederwerfen. Und jetzt dazu gehörig eine weitere kurze Sure, ein kurzer Vers, Sure 3, Vers 59. Da heißt es, mit Jesus, Jesus kommt also auch vor im Koran, natürlich nicht im Sinne des Messias oder des Sohnes Gottes, aber Jesus spielt eine enorm zentrale Rolle, wie wir gleich sehen werden. Mit Jesus ist es bei Gott wie mit Adam. Er erschuf ihn, also Gott erschuf Jesus aus Staub, wie den Adam. Dann sagte er zu ihm, sei und da ist er. Das Spannende ist, Jesus und Adam sind die einzigen, die quasi nicht, die quasi durch Gott geschaffen sind. Also auch Jesus ist hier, obwohl er ganz normaler Mensch ist, dadurch ausgezeichnet, dass er wie der erste Adam direkt durch Gottes Wort erschaffen wird. Sei und da ist er. Also auch hier sehr vieles, das im Christentum eine Rolle spielt, hat auch hier eine zentrale Bedeutung, auch wenn es nicht identisch ist mit der christlichen Dogmatik. Und einen letzten Aspekt, den werde ich quasi kurz erzählend einbringen. Die Person des Mose, die Figur des Mose spielt eine zentrale Bedeutung im Koran, und zwar interessanterweise nicht in dem Sinne, wie er biblisch zentral ist, nämlich Mose, der Israel aus Ägypten herausführt, natürlich im Auftrag Gottes. Nicht diese Exodus-Geschichte ist das Zentrale, sondern der Konflikt des Mose mit dem Pharao. Und wenn man sich die koranischen Texte zu Mose anschaut, dann kann man erkennen, dass Muhammad sich mit der Figur des Mose parallelisiert. Er sieht sich quasi in der Situation des Mose. Nicht als einer, der ein Volk hinausführt, aber der in Konflikt steht mit Herrschern, die quasi nicht gläubig sind. Das heißt,
Muhammad versteht sich als ein neuer Mose. Und die Art und Weise, wie diese Texte formuliert sind, hat noch ein Detail, nämlich Muhammad oder die Offenbarung spricht von Mose so, dass quasi die Leute genötigt sind, diese scheinbar alte Erzählung mit sich selbst zu identifizieren, mit der Gegenwart zu identifizieren. Und hier könnte man, wenn man ein bisschen biblische Exegese betreibt, aufzeigen, wie auch im Buch Deuteronomium, wenn quasi Mose im Buch Deuteronomium die ganze Exodus-Geschichte noch einmal interpretiert, wie er die erzählte Zeit, also quasi die Vergangenheit, mit der Gegenwart verknüpft. Das heißt, Muhammad geht her und versteht sich wie ein Mose in der biblischen Tradition. Und jetzt könnte man sagen, na was für eine Anmaßung. Und da möchte ich quasi zum Abschluss wiederum eine biblische Parallele benennen. Sie kennen vielleicht im Neuen Testament die sogenannte Verklärungserzählung, wo Mose, Elia und Jesus am Berg sind. Wieso die drei? Mose in der biblischen Tradition ist der, der Israel herausgeführt hat. Elia ist jener Prophet, der zum Anti-Mose wird, weil Israel sich schon wieder nicht an die Gebote gehalten hat, muss er rückwärts gehen, den Exodus, also quasi auf eine neue Art und Weise zum Mose zu werden. Und jetzt die christliche Deutung quasi im Evangelium. Und auch Jesus ist nun auf eine neue Art und Weise ein Mose. Das heißt, wenn Muhammad sich als neuer Mose inszeniert, steht er in einer langen Tradition von religiösen oder von religiösen Gestalten in der biblischen Tradition, die versuchen, diese Mose-Botschaft zu aktualisieren. Damit schließe ich für heute. Was habe ich versucht zu zeigen? Ich habe versucht zu zeigen, dass die biblische Tradition nicht im Sinne einer Buch- und Texttradition im Koran drinnen steht, also der Koran zitiert nicht aus der Bibel, sondern dass die biblische Botschaft und in der koranischen Botschaft aufgehoben ist. Ich habe heute nur diese Gemeinsamkeiten betont. Man müsste natürlich fragen, wo sind die Unterschiede? Aber die Unterschiede, die es sicher gibt, können nicht so sein, dass sie diese Gemeinsamkeiten ad acta legen. Ja, und deswegen quasi finde ich es spannend, für eine heutige Auseinandersetzung mit der koranischen Tradition, mit Muslimen darüber zu sprechen, wo denn die Gemeinsamkeiten in unseren Texttraditionen sind. Was die Religionsgemeinschaften daraus gemacht haben, ist eher die Katastrophe. Vielen herzlichen Dank.